So, guten Abend. Mein Name ist Raphael Uribe. Ich bin auch Mitglied von Symposium. Herzlichen Willkommen zum Agora. Wir beginnen gleich mit dem Open Stage. Ich kann euch versprechen, wir haben ein wunderbares Programm für heute Abend. Gleich beginnen wir mit dem Bollywood Uni Gruppe und ich habe hier daneben Amaris, die euch also besser informieren kann. Schönen guten Abend. Also Magdeburg ist anders. Dementsprechend sieht auch unser Programm aus. Ich bin Amaris, Tanzlehrerin für orientalischen und indischen Tanz. Der erste Teil wird Dark Fusion Belly Dance sein. Das ist Bauchtanz mal anders. Danach gibt es so ein bisschen mehr Bollywood. Und wir haben auch noch einen Special Guest, nämlich Pritam. Die hat auch dann noch nachher ihr Solo. Und mittendrin gibt es dann auch so ein bisschen Oriental Fusion, also auch mal wieder Bauchtanz, ein wenig anders. Am Ende haben wir ein Lied, da können Sie dann auch gerne mitmachen. Also ein bisschen, ne, mit uns abtanzen. Denn unser Motto ist, Tanzen macht glücklich. Das mag man vielleicht bei dem ersten jetzt nicht so glauben. Beim Dark Fusion Belly Dance mit den ernsten Gesichtern und alles so ein bisschen düster. Aber wir haben trotzdem Spaß. Also ich wünsche Ihnen auch viel Spaß beim Rest des Abends. Und ich glaube, ich kriege das Mikro hoffentlich auch wieder aus. Ja? Sky following me when you're approaching. You kiss my lips and mama.
mehboob de dekhne kar. Bye.
mari entri yaar dil mein bachi khanti yaar tang 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 tang
This is the tribute to Delilah. Möchten wir Paula Michelmann auf die Bühne rufen. Ist sie da? Super. Ja. Ein Ständer?
Jo. So, vielen Dank. Ich hoffe, ich kann jetzt an die Stimmung anknüpfen. Bei mir soll jetzt ein bisschen noch nachgedacht werden, nebenbei also erstmal alle das Bollywood-Blut wieder runterfahren. So, mein Text hat keinen Titel. Wer einen Titelvorschlag hat, kann danach gerne zu mir kommen und mir so ein Post-it an die Stirn kleben oder so. Es ist so ein Samstagabend und die Party nimmt ihren Lauf. Im Untergrund Schuppen mit deinen Leuten, alle sind gut drauf. Vorne spielt die Band und hinten läuft das gezapfte Bier. Du stehst mit allen an der Bar, Bass und Alkohol tanzen in dir. Ein Kumpel neben dir brüllt, die Hosenpflicht ist aufgehoben! Und so merkwürdig hast du dich sicher noch nie ausgezogen. Das T-Shirt mit den Beinen und über den Kopf geht die Hose, danach zahlst du die neue Runde. Das Geld sitzt dir heute lose. Gerade hältst du noch Scheine und jetzt ein Tablett in den Händen, kippst einen kurzen nach dem anderen, ohne Zeit zu verschwenden. Der Pegel steigt ganz heiter und du kommst richtig aus dir raus, doch so langsam setzt bei dir die klare Wahrnehmung aus. Die Aftershow-Party wird auch bald zu dir nach Hause verlegt, die Musik so laut, dass der Kronleuchter vom Nachbarn unter euch bebt, doch ungünstigerweise will der Pfeffi gerade jetzt wieder aus dir raus. Aber immerhin sieht die Toilette schon recht bequem aus. Am nächsten Morgen, du wachst in derselben Position auf, über der vollen Schüssel jedoch mit komplett leerem Bauch versucht aufzustehen, doch es reißt dich direkt wieder um, liegst auf dem Boden und alles dreht sich um dich herum. Du erinnerst dich an gar nichts, warst gestern eh viel zu betrunken, ein Blick auf dein Handgelenk. So tief bist du noch nie gesunken. Ein frisches Tattoo. I love Justin Bieber. Und du schwörst dir nur nie, nie wieder. Niemals wieder lasse ich mich auf so etwas herab, damit ich niemals wieder sowas zu bereuen habe. Ich will irgendwann wieder vor dem Spiegel stehen, ohne ständig nur diese schrecklichen Bilder zu sehen. Doch schon bald sind auch diese Gedanken wieder fern. Ein Mädchen in deinem Leben, du hast sie so gern. Ach, was heißt gern? Bist verliebt bis über beide Ohren. Du hast ihr so oft ewige Treue geschworen. Kannst es kaum glauben, dass sie so einfach in dein Leben trat, dein Herz nahm und es behielt? Dich hat ja niemand gefragt. Auf allen Partys sieht man euch beide nur noch zu zweit. Durch das schöne Wir hast du dich vom einsamen Ich befreit. Würdest du sie für nichts und für nichts in der Welt wieder hergeben, bist du sicher, sie und nur sie allein ist die Frau für dein Leben. Es ist Dienstagabend, du kommst früher als sonst nach Haus, bist zurechtgemacht, siehst wie ein richtiger Gentleman aus, in der einen Hand eine Rose, in der anderen ein Ring. Packst dir deine Rede zurecht, wie damals alles anfing mit euch beiden und eurer Beziehung, die so fehlerfrei lief und wie sie dich noch jeden Abend zum Einschlafen anrief. Du betrittst euer Wohnzimmer und dein Lächeln friert ein, denn das kann doch kaum die Hose deines besten Kumpels sein. Ein kurzer Schock, doch dann hörst du sie schon von oben, wie sie sich gegenseitig lautstark beim Akt beloben. Der Ring fällt dir aus der Hand und du beschließt zu gehen, das Letzte, was du jetzt willst, ist das noch mit anzusehen. Jetzt sitzt du im Haus deiner Mutter, hörst allein eure Lieder und du schwörst dir nur nie, nie wieder. Niemals wieder lasse ich mich auf so etwas herab, damit ich niemals wieder so etwas zu bereuen habe. Ich will irgendwann wieder vor dem Spiegel stehen und ständig nur diese schrecklichen Bilder zu sehen. Doch auch dieser Schmerz ist irgendwann mal vergangen. Ein neuer Job um deine Zukunft musst du nur nicht mehr bangen. Bei der Bundeswehr hast du dich eingeschrieben und verpflichtet. Du hast sofort deine Chance auf einfaches Geld gesichtet. Die Grundausbildung war dann doch noch ziemlich hart, hast dich durchgekämpft, was auch an deinen Kameraden lag. Ein richtig gefestigtes Team wurdet ihr im Laufe der Zeit, verbringt die Tage gemeinsam in der Kaserne, werdet zu einer Einheit. Ihr sitzt und trinkt zusammen, erzählt euch alte Geschichten, auf diesen Zusammenhang möchtest du nie mehr verzichten. Doch bald schon kommt alles ganz anders als gedacht, du stehst vor gepackten Koffern, hast dich bereit gemacht. Ab zum Auslandseinsatz heißt es nun für deine Jungs und dich, sagst deinen Lieben zum Abschied, es wird nichts passieren. Das verspreche ich. Doch vor Ort ist die Lage alles andere als entspannt. Schüsse in der Ferne zerschlagen die Träume von Sonne und Sand. Du mittendrin und weißt gar nicht recht, wie dir geschieht, als ein Junge, viel zu jung, mit einer Waffe auf dich zielt. Du kriegst den einen Befehl und führst ihn auch treu aus. Das rote Armband dieses Jungen nimmst du mit nach Haus. Nach Monaten wieder daheim, doch zurück bist du noch nicht. Bekommst kaum mehr die Augen zu, schläfst nur noch mit Licht. Manchmal stehst du nur da und starrst stur auf die Wand.
und ab und zu auf das kleine Armband in deiner Hand. Dein Blick fällt zu Boden, du kniest ganz langsam nieder und schwörst dir nur, nie, nie wieder. Niemals wieder lasse ich mich auf so etwas herab, damit ich niemals wieder so etwas zu bereuen habe. Ich will irgendwann wieder vor dem Spiegel stehen, ohne ständig nur diese schrecklichen Bilder zu sehen. Danke. Danke, Paula. Nun kommt unser Begegnungschor. Thank you.
Wenn wir im Familienhaus proben, immer wieder aufs Neue motiviert versuchen und so vielfältige Momente haben, dann zum gemeinsamen Leben. Und ihr könnt dann ja auch noch fragen, was zu oben oder zum Repertoire. Dann sind wir hier und wir haben auch die Leier. Oder erzählt einfach weiter, dass es nicht geht. Also unser Wunsch ist, dass wir noch größer und vielfältiger werden. Danke sehr an den Begegnungschor. Jetzt kommt noch nicht Constanze. Constanze hat sich gerade gemeldet und will uns etwas Schönes zeigen. Hallo, ich habe mich jetzt spontan dazu entschieden, das erste Mal ein Gedicht vorzutragen von Menschen und ich hätte gern irgendwas, was das Mikrofon hält. Vielleicht, weil ich lese. Ja, aber danke schön. Ist auch nur ganz kurz. Und es ist eine Hommage an Begegnungsorte im weiteren Sinne. Blauhaut über meiner Weißen. Der Takt taktet sich nieder auf ihr und reißt herein das Muster, das sich zieht über den Fluss meiner Venen. Wallend schwappt mein Blut hindurch. In der Berührung bilden sich neue Wellen des Schwalls und das Muster zerstreut sich über dem Blau und dem Weiß und dem Rot und dem Gelb. Gold leuchtet es herein und der Nebel schluckt jede Definition. Durchbrochen von Windschüben des Blaus und des Rots und des Gelbs verweht der Beat in unsere Herzen, bis sie manchmal platzen und zerspringen in dich und mich, bis wir liegen auf dem Boden des Nebels.
Erneut zerteilt uns das Licht und setzt uns neu zusammen, bis wir wieder viel eins sind. Als eins verbleiben wir und verfehlen der Welt. Vielen Dank, Constanze.